Devil's Brettspiele durchgespielt, spielt Alexander Pfisters neues Spiel Great Western Trail aus dem Hause Stronghold und Eggart Spiele. Und ich bin mittendrin und es macht mir richtig viel Spaß soweit. Weiß ist hier ja schon in einer wirklich guten Position, 1-2 genau hier hinzugehen, ein weiter runter zu machen, diese Qualitätsmerkmale. Warum ist das jetzt so wichtig? Na klar, es läuft ja. Und dann seinen Zug 2 weiterzufahren. 1-2. Weiß hat hier schon eine super Hand, ist aktuell nicht hoch interessiert, die Hand auszutauschen. Rot möchte weiter bauen, wie man sieht, hat auch eine gute Hand, durchaus auch eine gute Hand, aber nicht außergewöhnlich gut, fängt aber hier an. Das heißt, Rot muss sich mal überlegen, und Rot kann übrigens bis zu 5 Felder weit gehen, wie er jetzt seine Hand wirklich noch etwas verbessern kann. Er kann hier hingehen und dann hier reinbauen, also 1, 2, 3, 4 und dann reingehen zum Bauen. 1, 2, 3, 4. Warum kann er so weit gehen? Naja, er hat hier ja das schon fertig gemacht und da gibt er Blau und Weiß je eine Mark. Und dann darf er eine doppelte Aktion machen und hier reingehen. Grün hat er, das ist okay, hat er auf der Hand. Bauen möchte er auch. Was möchte er als doppelte Aktion machen? Entweder 2 Mark nehmen hier oder hier Karten austauschen. Und als meine doppelte Gieraktion nehme ich Geld. Ich weiß nicht, ob ich Geld jetzt wirklich brauche, aber okay, als nächstes verkaufe ich diesen hier für weitere 2 Mark. Aber ich habe das Gefühl, ich will jetzt ein bisschen hier auf Geld spielen und dann darf ich ein Gebäude bauen. Beim Gebäude nehme ich mir dieses 6er-Gebäude hier, ein ganz großes Gebäude hier. Wird das sein? Und das wird dieses 3er überbauen. Das kostet mich dann 6 Mark. Aber damit habe ich hier ein riesen Gebäude hingesetzt für 6 Mark. Und man sieht, ich bin schon fast wieder pleite, aber durchaus ein gelungener Zug, denke ich. Eine weitere Karte kaufen, naja, und ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen was auf der Hand, was durchaus nicht ganz schlecht ist. Mal gucken, wie ich von da aus weiterarbeiten kann. Blau. Blau steht schon eigentlich direkt in Kansas City. Es bringt ihm ja nichts mehr, hier noch was zu machen. Also geht Blau direkt da rein, denn die helfen ihm ja jetzt nicht mehr hier. Und Blau bringt hier ein weiteres Tipi raus. Ein hiervon, da gibt es auch gar nichts rumzudeuteln. In dem Augenblick, wo ich den runterpushe, wird auf 10 aufgefüllt. Nun habe ich hier dummerweise 3, 5, 10. Keine weitere Kuh kommt raus. Und hier baue ich nochmal einen neuen Cowboy an. Ich bin jetzt hier ganz im Cowboy-Wahn. Cowboy waren, kann man das so sagen? Weiß ich nicht, macht auch nichts. So, meine Hand vorzeigen und eine Disk legen für Blau. Hand ist 3, 6, 9, 11. Das ist doch schon gut. Plus maximal 2. Das heißt, ich kann bis auf 12, bis auf 13 gehen. Ich gehe mal auf 12 für Blau. Nehme mir also 12 Mark. Habe also einen ausgegeben. Und gucke mal, dass ich den Blauen bis zur 12 legen kann. Das wäre hier El Paso. Das kostet mich einiges. Trotz dessen halte ich El Paso für gut. 1, 2, 3, 4, 5 Mark, die ich dafür aufwenden muss. Okay, aber dann darf ich eine schwarze Disk legen. Weitere 5 Mark, damit ich diese schwarze Disk nehmen kann. Aber jetzt habe ich ein Handkartenlimit von 5, ja, und das ist doch schon mal gut. Gerade, weil ich ja nicht mehr so viele habe hier. Ich mische die gleich beim nächsten Schnitt, aber gehen wir direkt zu Weiß. Weiß ist hier. Weiß hat noch ein bisschen Müll auf der Hand, hat keine 2, ist auch nicht so richtig daran interessiert, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, Weiß könnte gehen 1, 2, 3 und hier einen schwarzen verkaufen und dann zumindest zum Kuhmark gehen. 1, 2, 3, warum nicht? Ich muss ein Goldstück an Rot bezahlen. Dafür kriege ich 2, wenn ich das schwarze Rind verkaufe. Und jetzt bin ich doch gerade auf dem Rindermarkt und habe hier immerhin 13 Mark. Ein Cowboy, mehr habe ich nicht. Das heißt, ich könnte mir eins dieser ganz teuren Rinder kaufen. Und ja, warum nicht? Für 12 kaufe ich mir das. War es das wert? Man weiß es nie so genau, aber ich habe es gemacht. Natürlich ziehe ich eine neue Karte.
Oh, jetzt habe ich 5, 9 immerhin. Als Roter würde ich so gerne was anderes machen, geht aber nicht. Eins, zwei, ich habe nämlich kein weißes Rind auf Hand. Ich gehe also bis dahin. Dumm gelaufen. Ich ziehe pro Cowboy, den ich habe, das ist nur einer, ein und tausche durch. Oh, was für eine schlechte Karte. Und dann darf ich drei weiter vorgehen. Jetzt hier einen schwarzen und zum Viehmarkt. Ich habe aber nur 4 Mark und nur einen Cowboy. Hilft mir also nicht. Also bis zu drei. Zwei. Hier hingehen und die Gier-Aktion machen. Oder dahin. Ich bleibe hier stehen. Tipi entfernen oder die Lokomotive für 2 Mark 2 vorschieben. Lokomotive vorschieben ist das, was ich will. Das heißt 1, 2 direkt weiterschieben hier meine Lokomotive für 2 Mark. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Ja, und dann als Gieraktion werde ich hier 2 Karten ziehen und hoffentlich Müll aussortieren. Oh, das ist doch schon okay. Der wird auf jeden Fall aussortiert. Und welchen davon? Das ist eigentlich wurscht, da ich nächste Runde sowieso im Ziel bin. Das heißt also hier den. Und damit habe ich immerhin als Roter 10 Mark gleich zusammen. Ist genug. Blau startet hier. Hier kann ich natürlich auf mein eigenes und gleich 3 Karten neu kriegen. Halbwegs uninteressant aktuell als Blauer für mich ist dieses Ding hier, auch wenn ich damit immerhin meine Kantkarten wieder wegtrimmen könnte. Ja, Blau, auch wenn er diese Aktion gerne mag, bleibt hier auf seinem erst einmal stehen, zieht 3 Handkarten, weil er 3 Cowboys hat und 3 Verträge. Die fliegen alle weg, die möchte ich nicht haben. Die blockieren mich im Moment nur aus. Kurze Überlegung, was das hier für Karten eigentlich sind. Auch Kühe. Ach, haha, hier, jetzt weiß ich auch, warum ich 3 Aufträge gezogen habe. Ich habe vom Auftragsstapel gezogen. Hahaha, kleiner Scherz sozusagen am Rande. Also, diese hier, das sieht doch schon viel besser aus. Und davon muss ich jetzt 3 wegwerfen. Eins, zwei und vielleicht das Schwarze oder das Weiße. Dann nehme ich lieber mal das Schwarze. So, dann habe ich diese 5 hier, die ich hier habe. Und dann gehe ich 3 weiter. 1, 2, 3. Und ich habe mich schon gewundert. Hier kann ich ein grünes jetzt verkaufen. Erst muss ich weiß eine Mark bezahlen. Hier ein grünes verkaufen für 2 Mark. Und dann darf ich jetzt bauen. Und zwar ein Einer oder einen erhöhen. Ich habe hier einen Zweier. Ich habe da einen Zweier. Das heißt, den einzigen, den ich auf 3 erhöhen kann, der steht da oben hier. Ha, runtergefallen hier. Ja, und das wird dann der hier sein. Auf, jetzt habe ich verpatzt. Ja, das ist die richtige Seite. Da bin ich mir sicher. Ich darf also den überbauen. Kostet mich 2 Mark. Ich dürfte auch den überbauen, aber der gefällt mir eigentlich ganz gut hier. Da an der Stelle ehrlich gesagt. Also überbaue ich den für 2 Mark. Ja, ich hätte jetzt gerne natürlich mehr Bauleute. Habe ich nicht. Man kann sich ja nicht alles wünschen. Eine weitere Karte und guck mal, 9, 13 immerhin hier schon auf der Hand. Das ist ja schon ganz großes Kino. Weiß. Weiß hat aktuell eine Hand von 9. Ich brauche wenigstens 10, um in Albuquerque was reißen zu können. Ich kann hier nochmal die Hand austauschen und das sollte ich vielleicht. 1, 2 gehen wir dorthin und eine Doppelaktion durchführen. Ich habe genau 2 Mark, also ich könnte entweder meinen Zug fortführen oder aber hier noch 2 Karten nehmen. Und man soll ja mal versuchen sein, seine Kühe zu verbessern. Oh Gott, weiß und grau beide da. Ja, dann ist das das Handlimit, mit dem ich reingehe. 3, 6, 9. Ich kann aber einen erhöhen. Das werde ich auch als Weißer machen auf 10 und nehme mir 10 Mark gleich in Kansas City. Das kann ich so schon mal was verraten. Warum gehe ich nach Kansas City? Weil dieser hier den einen weiterlaufen hat. Den hier bringe ich auch rein. Dann bringe ich 2 weitere Cowboys rein. Zack. Hier heute richtiger Cowboy-Markt. Das ist übrigens immer in dem Spiel ganz interessant, dass der Markt jedes Mal unterschiedlich ist, je nachdem, welche Teile man hier zieht. Ja, Weiß geht hier zurück und darf eine Disk bis zu 10 legen. Seine Lok ist auch auf 10,
Also ganz einfach, 10 ist auch diese hier dahin. Und da muss ich nur 5 Mark dafür bezahlen und habe jetzt ebenfalls ein Handkartenlimit von 5. Auch dort werde ich das machen, sobald ich gezogen habe. Rot. Rot kann hier noch einmal ran, wenn er möchte. Und der Rote könnte jetzt hier stoppen, will ich aber gar nicht. Ich gehe direkt rein, baue hier einen Tipi runter, baue hier einen Kontaktor runter und baue hier noch einen Tipi runter. Der Tipi fliegt dann aus dem Spiel, wenn kein Platz mehr ist. Zeige ich euch gleich, dass kein Platz mehr da ist. Habe ich also direkt weggeworfen. Hier ist kein Platz mehr. Die sind alle voll. Rot zeigt jetzt seine Hand. Da habe ich 3, 6, 10 Punkte. Das ist immerhin auch ein Einkommen von 10. Ist ja nicht das Schlechteste. Ich habe kein frisches Fleisch. Das heißt also, ich darf nur bis 10 setzen. Auf 10 habe ich hier schon einen Disc. Ich darf also nur bis 8 legen. Und die mache ich. Das ist eine weiße, unangenehmer weiße. Und die weißen, die habe ich schon die meisten. Dann nehme ich ruhig mal diese Disc hier und lege die hier hin. Lege ich hier bei 8 eine hin, kriege ich jetzt 2 Aufträge. Und die nehme ich mir gleich geheim. Blaues Zug ist schnell erklärt. 1, 2, eine weiße Karte verkaufen für 2 Mark. Die nehme ich mir. Und jetzt gucken, wie viel Geld ich habe. Ich habe hier jetzt 6 und 5, das reicht nicht ganz, also kaufe ich mir für 6 ein Teil. Hier zum Beispiel einen Cowboy für 6, ich hoffe, ihr könnt das sehen, kostet mich 6. Ein weiterer Cowboy, den kann ich hier hinlegen und darunter ist eine Aktion Hazard teilnehmen. Das kommt dann sozusagen umsonst und dann nehme ich das hier, weil das 4 Siegpunkte sind. Ja, Hand auf Füllen und damit habe ich 3, 6, 9, 11, 15, 13 Brutwert aktuell. Wie komme ich denn auf 15? Mit dem hier schon 14. Das heißt, wenn ich es jetzt also schaffe, schnell ins Ziel zu kommen, leider kann ich nicht so schnell laufen, dann lohnt sich das für Blau. Weiß startet hier neu und Weiß hat, kann ich euch schon mal sagen, eine ganze Menge Müll auf der Hand. Weiß will jetzt unbedingt Müll wegkriegen. Und diese Karte bietet sich doch an. Also 1, 2, 3. Weiter darf ich eh als Weißer noch nicht gehen. Und eine Karte ziehen und eine abwerfen. Hallo, ich muss vorher Blau ein Goldstück bezahlen. Und eine Karte ziehen und eine abwerfen. Jetzt kann ich entweder hier diesen Vertrag abwerfen. Oder den spiele ich runter. Das mache ich und darf eine doppelte Gier-Aktion machen. Als Weißer habe ich mir jetzt so ein bisschen was vorgenommen. Ich möchte unbedingt meinen Zug weiterfahren lassen. Ich nehme mir also 3 weiter und nehme diese doppelte Gieraktion. 1, 2, das ist meine doppelte Gieraktion dafür. Und als Karte, die ich jetzt austausche, werfe ich eine weg. Das ist schwarz. Als nächstes gehe ich dann 1, 2 hierhin. Ich könnte jetzt... Ja, das mache ich ruhig. Will ich das? Ja, das mache ich ruhig. Das ist okay. Ja, das passt schon. Da kann ich einen grünen verkaufen, ebenfalls für 2 Mark hier. Zack. Und dann darf ich ein Häusle bauen. Ich habe nur einen, also baue ich entweder das oder... Nee, nur das hier. Und das entweder da oder dahin. Und das überbaue ich hier einfach. Kostet mich dann 2 Mark. Schade eigentlich, wie gewonnen zu zerronnen. Das Geld ist nicht das, was mich stört. Rot. Rot hat auch eine wirklich ganz schlechte Hand hier und muss versuchen, hier lang zu kommen. Hat aber immerhin 6 Bewegungen. Das heißt, er kann bis hierhin kommen. 1, 2, 3, 4 muss an jeden, an dem er vorbeikommt, eine Kröte bezahlen, die hat er gerne bezahlt und jetzt darf er eine doppelte Gieraktion machen. Entweder das hier, das wäre nur eine einfache, eine Karte wirklich vernichten oder 2 Karten ziehen und auswechseln. Ja, und da bietet es sich an, diese wegzuwerfen hier. Und dann gehe ich ein Feld, also hier hin und auch ich verkaufe eine grüne für 2 Mark und man sieht, ich habe jetzt ein wenig Geld eingenommen. Ich habe 3 Ingenieure, darf also bis zu 6 Mark bauen und das mache ich auch. Und das wird dieses hier sein. Ein wunderbares Teil für mich, was hierhin geht. Auf einen 6er
wird ein 9er gebaut. Boom, das war rot. Das Teil werde ich euch hoffentlich noch im Einsatz zeigen können. Ja, und dann, wie sieht es aus hier mit Blau? Ja, Blau wird jetzt, Blau ist ja schon hier und kann drei Felder gehen. 1, 2, 3 zum Beispiel auf seinen eigenen und einen weiteren Arbeiter kaufen. Aber Blau hat natürlich 1, 2 nicht umsonst auf die Cowboys gesetzt, schuldet Rot eine Mark, die ich Rot gebe hier, und hat nicht umsonst auf Cowboys gesetzt. Ich habe 6 Mark, ich habe außerdem 4 Cowboys und für 4 Cowboys und 6 Mark bekomme ich eins dieser Lidanen hier. Die sind richtig viel wert, im Brutwert 5. Karte wird nachgezogen, hier muss ich auch eine Karte nachziehen, das habe ich vergessen. Bei ihm muss ich sogar 2 Karten nachziehen, das vergesse ich schon mal in der Eile. Und ich würde sagen, eine Runde, ja, das sage ich immer so schnell, eine Runde spiele ich noch, eine Runde spiele ich noch, eine Runde spiele ich noch. Aber ich möchte hier für Weiß auch noch eine Runde spielen. Weiß hat leider nicht genug Bewegung, geht also nur bis hierhin, eine 2, darf seinen Cube einen runterschieben und die Lokomotive hier, Anzahl der Konduktoren hier, 1, 2. Und ich gehe mal da rein. Wenn ich da reingehe, für 4 Mark, die ich habe, darf ich eine Disc runter machen. Sind immerhin 2 Siegpunkte. Das gefällt mir doch gut. Eine weiße Disc. Hier ruhig diese hier. Zack, eine weiße Disc da rein. Und diesen hier eintauschen, wenn ich einen meiner Jungs abgebe. Und das ist ein dauerhafter Einkommenstyp. Ja, der geht jetzt also hier rein und Weiß ist da. Weiteres darf Weiß nicht machen, also kommt Rot zum Zug und wir wissen, Rot kann immerhin bis zu 5 Bewegungen sich bewegen, also könnte er bis dorthin gehen. Rot hat aber leider, und das muss ich euch zeigen, eine sonderbar schlechte Hand hier. Das ist nicht gut, denn der hat hier aktuell 7 auf der Hand. Wirklich ganz grauenvoll. Ich könnte hier immerhin noch was austauschen. Nicht das Schlechteste, wenn ihr mich fragt. Und Rot hat sich entschieden, bis hierhin nur zu gehen und dort eine weiße zu verkaufen. Ich habe nämlich aktuell gerade so viele weiße auf der Hand. Das gibt mir 2 Mark. Und auch wenn dieser hier quasi mein Favorit im Herzen ist, ich muss einen Cowboy kaufen, denn den brauche ich dringend für meine nächste Aktion. Ein Cowboy kostet hier gerade aktuell 6. Der geht hier hin. Schade, ich hätte wirklich viel lieber was anderes gekauft. Und ziehen wir eine Karte nach. Oh, jetzt habe ich 2 schwarze. Besser wird das Spiel aktuell für den nicht. Ja, und ich hatte gesagt, einen Zug macht Blau noch. Und Blau ist eigentlich der Meinung, er ist fertig um... Warum habe ich hier 6 Karten? Da ist irgendwas schief gelaufen. 5 darf der nur haben. Und er ist eigentlich soweit... Ich glaube, es war die Weiße. Er ist eigentlich soweit, hier reinzugehen ins Häuschen. Das zeige ich euch mal eben, wo Blau ist. Blau ist hier. Das heißt, er kann jetzt hier direkt reinrennen mit 3, 1, 2, 3 und dann seine super Hand verkaufen. Das sind 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 plus den sind 14. Also ein gigantischer Schlag. Leider ist der 14er hier ein weißer. Der 10er ist ebenfalls gut. Das nur so am Rande. Aber er kann genauso gut hier runter gehen und noch einen Cowboy kaufen und seinen oder einen Typen kaufen und seinen Wagen weiter runterschieben. Und vielleicht ist das sogar der richtige Move. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Es ist immer schwer zu sagen, was der richtige Move ist. Aber ich denke, ich gehe hier direkt runter, hier rauf, schiebe meinen Wagen gleich vor und überlege mir, was ich hier nun kaufe. Und ich kaufe auch noch einen Cowboy. Ich sehe gerade, ich habe kein Geld, also damit ist der hier schon vom Tisch, der Move. Also gehe ich 1, 2, 3 direkt ins Lager rein. Das hat sich doch als dann ganz klar erwiesen hier. Tippi, wieder nirgendwo, wo ich es hinbauen kann. Also raus und ich zeige meine Hand. Das sind 3, 6, 9, 13 und... Eigentlich würde ich so gerne, wenn man es bauen kann, soll man es eigentlich bauen... Wenn man es bauen kann, soll man es bauen. Nee, ich zahle nur die 13.
und nehme hier die 13 und hoffe dann nachher auf einen großen Wurf und werde das hier noch sparen für den letzten. Und dann kann ich halt nur eine 10 bauen. Das ist aber auch gut, denn eine 10 schaltet das auch frei. Und dann nehme ich noch ein Handkartenlimit hier raus. Und den darf ich hier bauen. Achtung, kostet mich 1, 2, 3, die ich übergehe. Also weitere 3, die ich zahle. Jetzt habe ich aber ein Handkartenlimit von immerhin 6. Und das sollte doch für ihn durchaus es sein. Ihr seht, da habe ich noch nichts gemacht und dadurch kann ich jetzt eine Auftragskarte noch dazu nehmen und die suche ich mir gleich aus, während ich einen Schnitt mache, also während ihr nicht dabei seid. Das waren die nächsten Runden von Great Western Trail. Mein Name ist Nils, Zürls Brettspiel durchgespielt und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.